oftmals, natürlich hat man gern einen riesen Staff, aber man, oftmals geht es mit weniger Aufwand, bringt man oft die gleiche Qualität zusammen. So. Ja, unsere Gruppe. Genau, schauen wir jetzt mal auf Union Berlin gegen Manchester United. Die Partie aus der Zwischenrundengruppe von Austria Wien, haben wir eben gerade schon gehört. Wien mit 6 Punkten schon fürs Viertelfinale qualifiziert. Manchester und Union spielen jetzt ums Weiterkommen. Manchester mit dem Torverhältnis, deswegen müssen wir hier ein bisschen Rechenschieber auch ansetzen. Ist eigentlich relativ einfach. Wer gewinnt, ist weiter. Mhm. Bei Unentschieden ist Manchester United weiter. Bei Union Berlin muss man dazu sagen, ja, ist quasi, nicht nur quasi, es ist eine U19, eine U17. Also mit, die kommt mit der reinen B-Jugendmannschaft. Aber trotzdem haben sie sich gut verkauft bisher. Absolut. Ja, haben uns auch das Leben lange schwer gemacht. Aber Gott sei Dank haben wir die Partie dann klar und deutlich dann trotzdem noch über die Bühne gebracht. War für uns ein Und dann Hello Wachruf heute gleich zum Start und sind wir sehr glücklich. Gerade war unsere Uhr einmal kurz ausgefallen, aber die Partie läuft natürlich schon. 0:0 der Stand. Ja, ich sehe gerade, mir wird sogar signalisiert, wir haben eigentlich nur zwei Spiele. 1:0 Menü. Im Co-Kommentar. Würden wir jetzt direkt wechseln, möchtest du das Spiel noch mit zu Ende machen? Ich habe gerade gesehen, dass wir eigentlich wechseln hätten müssen nach zwei Spielen schon. Der nächste Gast steht nämlich schon da. Ja. Wollen wir direkt tauschen? Oder? Ja, können wir gleich tauschen. Okay. Kann ich zur Mannschaft. Alles klar. Ich danke dir, Manuel. Sorry, war jetzt mein Fehler, habe ich gerade nicht drauf geachtet. Wir haben nämlich jetzt den Schirmherrn Konstantin Kuhle jetzt hier im Interview. Ich danke dir, Manuel. Wir werden hoffentlich vielleicht heute am Ende des Tages nochmal sprechen können. Und dir viel Erfolg mit deinem Team. Danke. Und vielleicht sehen wir uns mal in Wien. Danke für die gemeinsame Zeit. War nur zwei. So, dann gehen wir mal hier auf das Spiel. Genau. So, dann haben wir jetzt hier ein, ja, wir sind ja live, das ist alles wunderbar. Wir begrüßen den Schirmherrn und Mitglied des Bundestages, Konstantin Kuhle. So, wir sind gleich hier beim Spiel Union Berlin gegen Manchester United. Wie gesagt, sorry nochmal für den Wechsel, das haben wir eben selber gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wir hatten eben natürlich auch eine spannende Partie. Hansa Rostock hat eben nach 0:2 die Partie noch gegen Mainz 05 gedreht. Und jetzt sehen wir Union Berlin gegen Manchester United. Ja, die erste Frage, wie ist so der Eindruck? Wir haben jetzt Sonntag 12.15 Uhr, wir haben schon einige Stunden Lokhalle gesehen. Aber ganz kurz sehen wir jetzt hier den Treffer von Manchester 2:0. Und da diese Partie zumindest schon mal vor der Vorentscheidung steht, einfach mal der Eindruck, wie ist bisher der Eindruck vom Turnier 2024? Ja, moin, ich freue mich wahnsinnig wieder dabei zu sein und habe gerade auch Mainz gegen Hansa Rostock gesehen. Und ich finde auch, dass Hansa wirklich eine gute Vorstellung geliefert hat. Es ist ja so, 13 Minuten sind wahnsinnig schnell rum und da kann sich so ein Spiel auch schnell drehen. Und das sehen wir ja jetzt hier, zwei Tore sind schon gefallen. Manchester United natürlich auch ein absolutes Highlight und Union Berlin wahnsinnig sympathisch. Insofern, ja, nimmt man so eine Menge mit, ne, an so einem Tag. Definitiv. Und Victor Musa war der Torschütze. Der hat auch nicht zum ersten Mal getroffen, denn das war schon sein fünftes Turniertor. Ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, also wenn man Fußballfan ist, Manchester United, das ist ja einer der Clubs eigentlich weltweit, den fast jeder kennt. Solche Leute trifft man ja normalerweise gar nicht. Die laufen hier rum, interagieren mit den Regionalclubs, mit den Leuten von hier vor Ort. Also super. Und das macht eben dieses Turnier auch aus. Ne? Und dann hat man am Donnerstag, am Freitag, am Samstag solche Paarungen und dann hier auch solche hochkarätigen Spiele am Sonntag. Also es lohnt sich einzuschalten und auch den ganzen Tag noch dran zu bleiben. Denn das geht schneller, als man denkt. Ich glaube, das Finale ist angesetzt für... Also 16:30, 16:45. Ja. Es gibt manchmal ein bisschen Verschiebung, weil wir eventuell auch eine Verlängerung mal haben oder ein 9-Meter-Schießen. Aber ganz ehrlich, ich bin heute um 7.15 Uhr in die Halle gekommen. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, wir sind schon wieder 5 Stunden da und mittendrin. Wahnsinn. Und irgendwie ist das Turnier heute Nachmittag schon wieder zu Ende. Leider. Ist eigentlich schade, dass es nur einmal im Jahr ist. Genau. Unglaublich viel Vorbereitung hier im Helferteam. Auch wir im Livestream sind ein großes Team mit Danny Klose und mir im Kommentar. Wir haben unten Thilo Grösch und Kilian Kreis, die Interviews führen. Genau. Aber wenn wir noch mal so ein bisschen zum bisherigen Turnierverlauf kommen. Wir haben ja Göttingen 05 gesehen und JV 37, die beiden Göttinger Clubs. Genau. Was würdest du sagen, wie haben die sich bisher verkauft? Also das Eröffnungsspiel war gigantisch. Es hat unheimlich Spaß gemacht. 05 natürlich wirklich eine gute Vorstellung abgeliefert und sich ja über den Turnierverlauf hinweg auch krass behauptet. Ne? Muss man
muss man sagen. Also hier wirklich ordentlich was abgeliefert und da sieht man mal, dass dann durchaus die Teams von vor Ort auch mithalten können. Genau, und rein theoretisch ist für beide noch die Möglichkeit, hier auch weiterzukommen. Also JTV 37 hat dann heute Nachmittag, im frühen Nachmittag, die Partie gegen den HSV. Das heißt, dort mit einem Sieg ist die Möglichkeit da, auch in die Zwischenrunde einzusiedeln. Und auch 05 spielt noch gegen Mainz. Und gegen den HSV ist schon das ein oder andere regionale Tor gefallen. Definitiv. Hier bei diesem Turnier. Ja, das ist so. Und bei diesem Spiel sind auch schon zwei Treffer gefallen. Die sind, ja, ich sag jetzt mal, nicht so ganz überraschend für Manchester gefallen. Ich glaube, die sind schon ein klarer Favorit. Bei Union Berlin ist es so, die spielen wirklich mit einer sehr jungen Mannschaft, quasi mit einer B-Jugend, aber die verkaufen sich trotzdem im Turnier bis jetzt sehr gut. Absolut, das muss man sagen. Und es ist ja schon auch so, dass hier Spieler mitunter zwei-, dreimal herkommen und das dann auch ein prägendes Ereignis ist. Ne? Viel öfter ist es dann nicht, weil man eben irgendwann über die Altersgrenze rutscht, aber das machen die schon. Genau, die Frage wäre natürlich für mich nochmal oder auch für die Zuschauer hier im Livestream bei Kicker und bei YouTube, wie wird man den Schirmherr von so einem großartigen Turnier? Also ich habe das Ganze übernommen von Thomas Oppermann, der leider verstorben ist vor einigen Jahren und der ein unheimlich engagierter Fußballunterstützer gewesen ist hier in Göttingen. Und als er leider verstorben ist, viel zu früh, haben mich die Organisatoren gefragt, ob ich das machen will. Dann habe ich natürlich ja gesagt. Ich kannte das Turnier vorher, weil ich hier seit 2017 im Bundestag bin, auch schon mal hier gewesen bin. Aber wenn man das mal aus der Perspektive so am Rand erlebt, was da dranhängt mit der Hilfe und der Unterstützung der Ehrenamtler und der ganzen Mannschaften, die hier betreut werden, dann ist das schon was Besonderes. Also tolle Sache. Wie selbst so der Bezug zum Fußball? Selber mal Fußball gespielt? Ich habe Fußball gespielt und zwar beim TSV Mark Oldendorf Elfers, die im letzten Jahr hier mitgespielt haben. Und ich habe auch hier schon den einen oder anderen getroffen, die jetzt als Sponsor wieder dabei sind. 3:0. 3:0. Genau, MTV Mark Oldendorf und die Jugendspielgemeinschaft des JSG Mark Oldendorf. Ich habe meinen Einblick gearbeitet. Ja, in sehr gut. Mark ja, da bin ich gut. aufgewachsen in der ja, Gegend. Ja, sehr schön. Dann gucken wir nochmal hier auf den dritten Treffer. Und dann haben wir Mark Oldendorf auch mal erwähnt hier. Das ist ja auch schön. Auch jahrelang immer eigenständig gewesen im Herrenbereich. Und auch mit der Jugend letztes Jahr mit Michael Kornicke. Der genau, der sitzt drüben. Den haben wir schon ist. Genau. Gucken wir nochmal auf den Torschützen hier für Manchester. Ja, das scheint eine klare Sache zu sein. Jim Thwaites hat den Treffer erzielt für die Engländer. Und da schaue ich natürlich auch nochmal drauf. Das ist bereits der 6. Turniertreffer. Genau. Ja, das scheint hier eine relativ klare Sache zu sein. Aber wenn man auf Mark Oldendorf nochmal zu sprechen zu kommen, die haben ja wirklich letztes Jahr auch, das war auch ein Riesenhighlight. Ich glaube, das vergisst keiner hier, an diesem Turnier teilgenommen zu haben. Nein, und wer weiß, vielleicht, wenn sie jetzt ein paar Jahre an sich arbeiten, sind sie ja das übernächste Mal oder so auch wieder dabei. Ich glaube, für die Jungs aus der Region ist das einfach eine tolle Sache. Genau, du hast ja relativ viele Spiele hoffentlich auch gesehen schon. Nicht so viele, wie ich wollte. Ich hätte gerne noch mehr gesehen. Okay. Nicht so viele gesehen. Leider. Gut, alles klar. Aber trotzdem kann ich ja fragen, wer so nach jetzigem Stand, wir können ja ruhig um diese Zeit schon mal, die Viertelfinals stehen bald an. Wer ist für dich Favorit? Wer gehört zum Favoritenkreis? Also da bin ich ehrlich gesagt auf deine Expertise angewiesen. Wer ist es denn bei dir? So kann man den Ball gut zurückspielen. Ja. Genau. Also ich habe heute Morgen mit Danny ja die Eröffnung gemacht. Für mich muss ich sagen, ist überraschend gut. Hannover 96 hat mir sehr gut gefallen. Ja, die waren, also das war gegen Alkmaar gerade wirklich gut. Alkmaar eigentlich auch immer richtig gut dabei. Ich muss aber, obwohl ich kein 96-Fan bin, neidlos anerkennen, dass das gerade gegen Alkmaar wirklich auf Augenhöhe war. Ja? Also da brauchen die sich überhaupt nicht verstecken. Ordentliche Sache, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall aus Wien. Ich hatte eben gerade mit Manuel hier den sportlichen Leiter, den Akademieleiter, genau. Die auf jeden Fall den Titel verteidigen möchten. Aber ich glaube, es gibt noch eine Überraschungsmannschaft. Vielleicht könnte es Manchester sein, die jetzt hier relativ souverän dann doch ins Viertelfinale einziehen. Und Überraschungsmannschaft für mich bisher Hansa Rostock. Ja, absolut. Das habe ich ja schon gesagt. Eine unglaubliche Substanz und auch also die Typen waren einfach physisch ganz anders in der Lage, Druck zu machen auf Mainz als andere Mannschaften. Und das hat mir gut gefallen. Genau, den Fans von Manchester gefällt auch dieser Zwischenstand hier in der Zwischenrundengruppe. Das scheint eine klare Sache zu sein. Manchester wäre dann mit 3 Punkten Tabellenzweiter und automatisch im Viertelfinale. Wir gucken mal, ob Union hier den Treffer erzielen kann. Leider nein. Wir haben dann gleich noch
in der nächsten Partie auch ein Mitfavorit für mich, Schalke 04 mit Norbert Elgert, seit vielen Jahren auch beim Turnier mit dabei gegen den Club Brügge. Das wird sicherlich auch eine spannende Partie, denn Schalke zum Auftakt 1:1 gegen Fulham FC und der FC Brügge mit dem 2:3. Genau, und dann haben wir noch die Gruppe C mit Hannover, Alkmaar und Düsseldorf. Auch dort ist noch alles drin. Hannover mit dem Sieg gegen Fortuna, Alkmaar. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, das Ergebnis ist da noch gar nicht drin. So, da haben wir Hannover nämlich mit 4 Punkten und 5:4 Toren. AZ Alkmaar auf Platz 2. Die spielen aber noch gegen Düsseldorf. Also hier tut sich einiges. Und wenn wir uns die Gruppe D angucken, 0:5, im Moment Zweiter mit einem Unentschieden gegen Mainz. Könnten sie als Zweiter noch weiterkommen. Das war natürlich dann hart gegen Rostock. Ne? Da muss man abwarten. Wird aber sicherlich ein Spiel, was man genau im Auge behalten sollte. Gegen 1 Uhr werden wir das haben und natürlich genau verfolgen. Genau, und da gibt es ja die sogenannte Rego-Gruppe eigentlich. Das ist nämlich die Gruppe E. Und da hat sich der HSV verirrt. Genau, und hat auch wirklich, ja, heute zumindest die ersten beiden Spiele dann doch nicht so überzeugt, aber beide Spiele gewonnen und am Ende 10 mehr Ergebnisse. Absolut, so ist es. Und auch hier 3:0 Manchester gegen Union. Da wird die Zeit natürlich eng jetzt unter 2 Minuten, aber wer weiß, was noch kommt. Man hat schon den ein oder anderen Rückstand auch gesehen, der heute aufgeholt worden ist. Genau, sind einige Spiele schon gedreht worden und was uns natürlich auch freut, wenn wir jetzt einmal in die Halle gucken, wir haben Sonntagmittag, die Halle ist voll, wir haben alle Tage ausverkauftes Publikum. Ja, aber schön. Die Begeisterung merkt man, glaube ich, auch immer in der Stadt, wenn das Turnier stattfindet. Ja, absolut. Es dreht sich alles um dieses Turnier. Es lebt ja auch die ganze Stadt mit. Also die Leute gehen hier essen, die schlafen hier, die laufen durch die Stadt. Man sieht auch die Spieler im Stadtbild. Also das ist was Besonderes. Genau, definitiv ist das was Besonderes, für jeden Spieler mit dabei zu sein beim Rewe Junior Cup. Und ich kann es ja selbst sagen, weil ich als Trainer 5-mal dabei gewesen bin, insgesamt 2-mal. Wen hast du trainiert? 2-mal mit dem ersten SC Göttingen 05, zusammen mit Nils Leunig. Super. Genau, haben wir hier das Viertelfinale erreicht gegen Hertha BSC. Und damals Borussia Mönchengladbach in der Zwischenrunde rausgehauen. Und tatsächlich auch mit 3 Kreisligamannschaften, nämlich der JSG Rehbach. Das ist schon fast 20 Jahre her. Da war ich noch jung und dynamisch. Und jung und dynamisch war der Treffer rein. Genau, 4:0, das ist dann spätestens jetzt die endgültige Entscheidung, aber ich glaube, das Spiel war das wird man wohl so sagen müssen. Das wird man jetzt wohl seriöserweise so sagen können, ja. Genau, dann mal darauf zurückzukommen, genau, da war es auch so, jeder Spieler hat Bock gehabt auf dieses Turnier, ja. Und da waren alle anderen Termine Anfang Januar unwichtig. Absolut, so ist es. Und es gibt Leute, die 30, 40 Jahre alt sind, 50 Jahre, die es hier in der Region wohnen, die jetzt noch erzählen können, wie sie vor 20 Jahren mal gegen Ajax Amsterdam ein Tor geschossen haben. Also es ist wirklich was Besonderes. Genau, und wir schauen jetzt mal die letzten 10 Sekunden. Kann Manchester noch einmal nachlegen? Das sieht nicht so aus. Aber wir können Manchester gratulieren mit diesem Sieg. 4:0 sind sie im Viertelfinale. Wir machen jetzt einen kurzen Werbespot und gehen dann auch noch runter zu Kilian zum Interview und dann sind wir gleich wieder zurück mit der Partie Brügge gegen Schalke 04. Bis gleich.